Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16, meine Freunde. Ja, da wären wir wieder und wir sind immer noch auf dem Weg in die Schlussphase der Saison. Es wird jetzt richtig heiß und als nächstes geht's gegen die Berliner. Gegen die Berliner, die immer noch um... ja, automatisch ersetzen wie immer. Die noch um die Qualifikation für das internationale Geschäft kämpfen. Das sind die Parallelspiele, da sehe ich viele Kellermannschaften dabei, mit Köln, mit Freiburg, mit Bochum. Also, und die Wölfe, die dann um die Champions League kämpfen. Also da geht noch einiges rund diese Folge hier, da sehe ich auf jeden Fall noch richtig spannende Spiele. Ja, Lasogga bleibt wieder zu Hause, wie immer. Townsend haben wir dabei, Esswein. Wer ist denn anstelle von... Ist da Esswein jetzt mit dabei anstelle von Dingens? Ich glaube schon. Würde ich ehrlich gesagt lieber Tom... wobei, das macht auch nicht viel Sinn. Puh, schwierig. Eigentlich egal, wen wir da mitnehmen, oder? Eigentlich wird da nur ein Verteidiger, ein linker Verteidiger noch Sinn machen, aber das haben wir jetzt auch nicht so viele. Aber ich würde gerne mal von Ludis mal mitnehmen anstelle von Esswein trotzdem. Einfach, weil ich da mehr erwarte. Und ich überlege gerade, sollen wir vielleicht... Ich glaube, ich schone Bobadilla in diesem Ligaspiel. Und Chamberlain ebenfalls. Ich glaube, die beiden sind gegen Barcelona wichtiger für uns. Genauso wie Baba. Ja, ihr seht schon, ich versuche eine taktische Lösung zu finden für das nächste Spiel, was auf uns wartet. Denn da geht es ja gegen den FC Barcelona und da geht es dann ja nicht nur einfach so um irgendwas Kleines. Nein, da geht es um das Halbfinale bereits. Letztes Jahr sind wir schon in der Champions League gescheitert. Dieses Jahr will ich in der Champions League mindestens ins Finale kommen. Na und soweit es auch geht, auch gewinnen. Aber erstmal heute Bundesliga gegen die Hertha aus Berlin zu Hause. Und wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass wir zu Hause nach wie vor ungeschlagen sind. Wir haben nicht eine Pleite da kassiert. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht für uns. Hier ein Blick auf die Tabelle, da könnt ihr es nochmal sehen, wie Berlin da steht. Die bräuchten einen Sieg, um nochmal richtig Druck auf die internationalen Ränge zu machen. Während wir natürlich die Meisterschaft weiterhin fest im Auge behalten wollen. Ja, Lukaku, der momentane Torschützenführende. Mit 16 Buden hat in der letzten Folge nicht getroffen. Mal sehen, wie es diesmal ausschaut. Oh, das war nicht gut. Direkt mal den Ball fast liegen gelassen. Und jetzt geht Townsend. Geht da super durch. Macht direkt mal richtig Feuer. Und tja, dann stehen sie alle ein bisschen beschissen. Keiner am Elfmeterpunkt. Das ist natürlich alles andere als gut. Für den zuspielenden Spieler. Oh Gott, das war wieder... Hallo? Oh, kein Abseits und jetzt wird's gefährlich. Pfosten! Und das ist 1-0. Eieieiei, da haben wir uns im Vorwärts, in der Vorwärtsbewegung, ja, da haben wir den Ball verloren, dann sind wir rausgerückt und da war kein Abseits und tja. Dann haben wir einfach Pech im letzten Augenblick, aber das Gegentor haben wir uns selbst irgendwie zuzuschreiben. Na je, jetzt müssen wir dann doch ein bisschen mehr Gas geben hier, weil ich glaube, Berlin wird nicht so leicht zu knacken sein. Wie? Oh, ja, nicht schon wieder dieser Ballverlust. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Also gerade läuft mal gar nichts hier. Also eine Niederlage wäre mal eine richtig beschissene Ausgangslage für, oder ja, halt eine beschissene Vorbereitung für das Spiel gegen Barcelona dann. Dementsprechend, und tja, wieder kein guter Pass. Und wieder sind wir sehr weit aufgerückt. Und wieder kommt Berlin mit vier Mann da nach vorne und immer mehr. Das gibt's doch gar nicht. Boah! Und wieder eine Mega-Torschance. Eine Mega-Torschance für
die Berliner. Und das 2:0 wäre jetzt, glaube ich, hier das vorzeitige, ja, K.O. will ich noch nicht sagen. Wir haben schon viel erlebt hier in FIFA, aber das, was wir momentan hier spielen, ist eine, ja, ich würde nicht sagen Katastrophe, aber das ist nicht das Augsburg, was wir kennen. Oh ja, das gibt's doch nicht. Nach vorne geht gerade überhaupt nichts. Haben wir wirklich zu viel durchgewechselt jetzt oder was ist da los? Schon. Und da ist ein Tor für Hoffenheim gefallen, die ja auch noch international angreifen wollen. Natürlich darauf auch auf uns setzen gerade ein wenig. Kein Abseits, sagt der Linienrichter und damit auch der Schiedsrichter. Und das ist vielleicht die Chance für Bobadilla will ich ja, wollte ich ja schonen. Nicht, dass ich mich da jetzt verzockt habe. Das wäre natürlich nicht so geil. Oh, und das müsste. Hallo? Auch wenn ich die Anhäufung in Elfmeter in letzter Zeit extrem finde, aber das war doch ein Elfmeter, oder? What the fuck? Hakan Çalhanoğlu, gar nicht schlecht, aber leider auf den Keeper. Leider direkt auf den Keeper und damit. Okay. Ach, jetzt kommen die schon wieder. Wieder so ein Ballverlust, ey. Wir kriegen auch kein One-on-One hin. Und jetzt verlieren wir noch den Zweikampf. Aber unser Keeper rettet fürs Erste. Und, boah, was zum? Weg damit. Boah, was war das denn für eine Szene, bitte? Riesentat vom Keeper. Das müssen wir einmal so schon mal festhalten. Und was danach passiert, alter Vater. Das war richtig Glück. Während das, was wir nach vorne zeigen, einfach weiterhin eine Katastrophe bleibt. Also ich muss in der Halbzeit 2, wenn das dabei bleibt, definitiv was ändern, weil das geht gar nicht. Boah, auf die Latte! Also das, was wir hier gerade zeigen, ist absolut nicht das, tja, was ich von diesem Spiel erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich habe zwar jetzt kein leichtes Spiel erwartet, aber, boah. Also momentan können wir uns glücklich schätzen, dass es nur 1:0 steht. Weil die Chancen, die Berliner hatten, waren riesig, während wir gar nichts auf die Kette bekommen haben nach vorne. Boah, Leute, euer Ernst. Euer Ernst jetzt? Okay, es muss sich was ändern, das haben wir jetzt. Können wir jetzt auf alle Fälle sagen, so kann es nicht weitergehen in Halbzeit 2. Wie man sieht, die Wölfe führen gegen Gladbach. In Hoffenheim nach wie vor gegen Düsseldorf. Bochum und Hannover steht es 1:1. Und Köln führt in Freiburg. So. Dann müssen wir definitiv was ändern. Bringen wir mal Opari dort. Und Füller Zogger, der gar nichts auf die Kette gebracht hat, bringen wir jetzt Hofmann ins Spiel. Arschlecken. Alles andere schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Ja, jetzt, das ist eine Situation, wo ich am liebsten Bobadilla auch einwechseln würde, aber ich wollte ihn ja schonen, verdammt. Habe ich mich verzockt oder habe ich einfach einen schlechten Tag oder ein schlechtes Spiel, wie auch immer. Natürlich auch Chamberlain fehlt natürlich auch auf rechts, aber ich meine, mit Townsend haben wir ja da einen gleichwertigen Ersatz mehr oder weniger. Deswegen
Kann er sich da durchsetzen? Leider nein. Hat aber nicht viel gefehlt. Wow. Schnell geschaltet. Lukaku. Immer noch Lukaku. Ah, hat er nicht sauber spielen können. Jetzt Opare. Den haben wir ja reingebracht. Aber nicht dafür. Tja, diesen Gegenangriff konnten wir zum Glück unterbinden. Müsste eigentlich gelb geben, wegen taktischen Foul. Das ist so ein Ding, was ich bei FIFA noch ein bisschen vermisse. Diese, ja, dieses Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter, was ein taktisches Foul sein könnte und sowas. Das fände ich ganz angenehm, wenn die da auch noch so ein Fingerspitzengefühl reinbringen könnten. Was, dass man zum Beispiel zwar bei... gar nicht gut! Wow. Also wir können uns bei unserem Keeper bisher bedanken, dass wir überhaupt noch im Spiel sind. Also was ich sagen wollte, dass die halt bei zwar hart aussehenden Zweikämpfen, aber die jetzt wirklich um den Ball waren, dass die dann sagen, hey, das war ein Kampf um den Ball, das ist keine gelbe Karte. Während bei taktischen Fouls dann zum Beispiel eine gelbe Karte kommt. Und also Geschichten, das ist so, ja, das fehlt noch ein bisschen bei FIFA. Aber vielleicht passiert es ja noch. Wir werden es erfahren, da oben seht ihr schon, nächstes Spiel gegen den FC Barcelona. Oh, das war ein hartes Einsteigen und der bleibt liegen. Das wäre natürlich bitter für die Berliner. Oha. Aber es bleibt dabei, wir kriegen nach vorne einfach nichts geschissen. Aber wirklich gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Also es gehen mir gerade die Optionen aus. Bringen wir Q für Draxler. Probieren wir es einfach. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, uns gehen gerade die Optionen aus. Und ich hau jetzt alles nach vorne. Wir brauchen zwei Tore, um hier einen Sieg einzufahren. Unentschieden will ich aber Minimum haben. Ich meine, kann nicht sein, dass wir hier jetzt verlieren, wo wir gerade festgestellt haben, dass wir zu Hause noch nicht einmal verloren haben. Nächstes Spiel für die Berliner ist dann gegen Dortmund. Der nächste Meisterschaftskandidat. Das gibt's doch nicht. Nichts kriegen wir geschissen, aber auch ein gar nichts. Jetzt kommen wir auch noch in den Konter. Ey, das ist unglaublich. Irgendwie läuft alles gegen uns heute. Da kommt der Ball rein. Aber geklärt, fürs Erste zumindest. Wieder der Ball bei den Berlinern. Es gibt Eckball in der 72. Minute. Die Zeit läuft gegen uns. Und das immens. So, weiter geht's über Jonathan Tah. Jetzt müssen wir hier wirklich Tempo aufbauen. Opare jetzt am Ball. Haut hier richtig auf die Tube. Und da ist Kuh am Ball. Kuh jetzt im Strafraum. Immer noch Kuh, Kuh. Mit der Hacke. Und kein Tor. Mann. Die Szene schaue ich mir aber nochmal an, weil da... Ah, da war sogar nicht, der Torwart dran, sondern noch ein Gegner. Oh. Und weiter geht die Jagd auf dieses verdeimelte Unentschieden. Und die nächste Chance gibt's nicht. Wir kommen einfach nicht durch. Es bleibt dabei, das ist nicht unser Spiel. Boah. So, kann Lenglet jetzt einfach mal den Ball nach vorne bringen. Ja, aber Jonathan Tah ist jetzt nicht der Schnellste. Meine Fresse, was ein Spiel. Also ich glaube, einen Sieg fahren wir hier nicht mehr ein. Oh Gott, was ein Ballverlust. So was darf nicht passieren. Aber da, so hat es ja auch angefangen heute. So hat es ja angefangen mit solchen eklatanten Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung. Und, boah, das gibt es nicht. Es kommt nicht mal so ein Pass an, ey. Ich meine, wir spielen zwar nach vorne, wir haben hier ganz klar... Was zum Geier?
Es passt einfach alles zu unserem Spiel heute. Wir kriegen nichts hin. Echt rein gar nichts und... Tja. Da müssen wir wohl die erste Heimspielniederlage der Saison verkraften. In einem Augenblick, der alles andere als gut ist. Also für uns zumindest alles andere als gut ist. Puh. Ja, jetzt muss ich echt erstmal schlucken, weil das ist eine Pleite, die wehtut. Denn mit der hatte ich nicht gerechnet. Die Wölfe schlagen Gladbach 4:0, ziemlich deutlich. Ich hoffe mal, dass Leverkusen gegen Dortmund irgendwas holt. Erstmal schnell ins Training. So, und dann haben wir hier, Momentchen, im Büro noch eine Nachricht, eine Pressekonferenz, die ist aber uninteressant. Ich möchte mal eben ganz kurz schauen, was war denn hier. Pokal wurde noch nicht gespielt, die Liga sieht so aus, Dortmund zieht gleich mit uns, hat jetzt auch 64 Punkte, das ärgert mich gerade wieder. Die Bayern könnten mit einem Sieg wieder ein bisschen näher ranrücken, für die Hertha natürlich dieser Sieg immens wichtig gewesen, wie man sieht. Meine Fresse, also da ist richtig Zunder unterm Dach. Köln mit einem Befreiungsschlag, auch Bochum mit einem Befreiungsschlag. Also Stuttgart muss punkten, ganz, ganz dringend. Ansonsten wird es eng. Bremen weiter im Aufwärtstrend, befreit sich immer mehr aus der Abstiegszone. Und die letzten vier, vor allem Freiburg und Stuttgart, mit riesengroßen Problemen. Und jetzt geht's weiter gegen den FC Barcelona. Und wir haben wieder weitere E-Mails. Es war ja so klar. So, erstmal zum Scouting-Update. Was haben wir denn hier? Komm, den können wir verpflichten. Den warten wir ab. Den können wir ablehnen. Ablehnen. Warten wir ab. Warten wir ab. Vertragsverlängerung von Draxler ist durch. Und jetzt direkt weiter. Gar nicht lange drumherum. Es geht weiter gegen Barcelona. Wer fehlt denn da jetzt? Ein Chor natürlich. Der dürfte natürlich auf alle Fälle fehlen. Ihr seht schon, habe ich so viele geschont und es bringt uns doch nichts. Zumindest nicht viel. Ich werde trotzdem mit unserer Top 11 auflaufen. Townsend bleibt nur zu Hause. Für ihn nehme ich S-Wein mit, wenn ich ihn finde. Ach, der ist schon dabei. Okay. Dann nehme ich Tommy mit. Alles andere belasse ich einfach dabei. Arschlecken. Wir brauchen heute die Top 11 auf dem Platz. Nur die Bank muss halt nach Möglichkeit gut besetzt sein. Nehmen wir noch Paul Verhaag für Opare mit. So, und dann rein ins Spiel. Die Parallelspiele, oder das Parallelspiel ist das spanische Duell. Wir wissen es ja, vier spanische Mannschaften noch dabei, drei englische und eine deutsche. Das sind wir. Mal sehen, was am Ende davon übrig bleibt. Ich habe ein richtig mieses Gefühl bei der Sache. Bin ich ganz ehrlich, ich mache mir richtig Sorgen, wenn ich das letzte Spiel gesehen habe von uns. Da lief ja echt gar nichts zusammen. Ich hoffe, dass es heute gegen Barcelona besser aussieht. Jetzt im Camp Nou. Wir spielen ja zuerst auswärts. Habt ihr ja gesehen. So, da sind wir im Camp Nou. Das schauen wir uns einmal jetzt von oben an. Das Megastadion. Parallelspiele und die anderen Spiele seht ihr dann nochmal im Überblick. Schade, dass die ganzen anderen deutschen Mannschaften gescheitert sind. Da nochmal der Blick von oben auf das Stadion und das Spielfeld. Spieler im Fokus, natürlich Lionel Messi. 31 Bilder in diesem Jahr. 1,70 groß, 72 Kilogramm. Lionel Messi, der ja nicht mehr der Botschafter von FIFA ist, zumindest nicht mehr so, wie es vorher war, als Einzelner. Das Gesicht von FIFA, muss man ja sagen. Das ist ja mit FIFA 17 passé.
was ich wirklich sehr begrüße, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wird es dann wieder ein bisschen anders auch vom Feeling her. So, jetzt aber weiter mit Julian Draxler. So, was wir zuerst probieren müssen, ist ein Auswärtstor schießen. Und ich dachte, da war noch ein Kopf dazwischen von einem, genau, Mascherano wahrscheinlich. War da noch mit dem Kopf am Ball. Schauen wir nochmal drauf. Und bang, yo. Okay, was auch immer das jetzt war. Einmal mal einen kurzen Ruckler hier. Na, will er nicht? Wo will er hin? Ein Wahnsinnsabschlag, Herr Torhüter. Gefällt mir ganz gut. Okay, das war jetzt ein bisschen Glück. Tja, da ist jetzt wenig Anspielbares. Also nochmal hinten rum. Und wieder mal so ein Ballverlust, wie wir ihn gerade schon des Öfteren hatten. Mann! Und das müsste ein Wurf Barcelona geben, so ist es. Also mein Hauptziel ist heute auf jeden Fall die Null zu halten. Mein zweites Ziel ist es, irgendwie gut durchgesetzt von Chamberlain. Richtig gut. Und das war kein Abseits von Lukaku. Mein zweites Ziel ist ein Auswärtstor. Und da ist das Auswärtstor. 1:0. Lukaku erzielt den Treffer zur Führung. Und dieses Auswärtstor ist wichtig. Das ist richtig wichtig. Im Hinblick auf das Rückspiel. Richtig gut. 1:0. Führt also jetzt der FCA hier im Camp Nou. Sein 8. Champions League-Tor, also Lukaku auch hier ein richtiger Goalgetter. Ja, da haben wir uns ziemlich easy ausspielen lassen, war jetzt nicht so geil. Aber alles gut, weiter geht's. Über Julian Draxler. Der spielt weiter auf Johannes Geis. Richtig gut gemacht. Der weiter auf Chamberlain. Der gerade schon einen seiner Auftritte hatte. Und wäre da vorbeigekommen, hätte Barcelona richtig Probleme bekommen. Aber man merkt schon, wir sind diesmal wieder deutlich besser als im letzten Bundesligaspiel. Wir zeigen deutlich mehr Bewegung in der Mannschaft. Und Lukaku kommt nicht dran. Und was ein Schuss, was eine Chance. Ah, das wäre natürlich ein mega geiles Tor gewesen, wenn Bobadilla den voll erwischt hätte. Schade drum. Wäre ein schönes 1:0 gewesen. 2:0 natürlich. Und da ich ja gerade von meinen Prioritäten gesprochen habe, das Auswärtstor ist erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die höchste Priorität, das ohne Gegentor, durchbringen. Denn dann haben wir eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Und das wäre beinahe schief gegangen, aber eine gelbe Karte kassieren wir dennoch, weil wir beim Pass in den Strafraum jemanden einfach mal auf die Seite gelegt haben. Oh, Geis. Ja, das ist ein Riesenproblem. Wir haben kein Backup mehr für Johannes Geis jetzt Ende der Saison. Sollen wir mal schauen, ob wir das irgendwie anderweitig geregelt bekommen. So, Draxler. Setzt sich da gut durch. Immer noch Draxler. Draxler. Wow. Richtig gut vorbereitet. Und auch der Abschluss dann. Richtig sexy von Lukaku. 2:0. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Boah, dass der aus dem Winkel trifft. Und vor allem wie.
Boah. Also den Ball muss man erstmal so machen. 2 zu 0 also. Romelu Lukaku, doppelter Torschütze. Und jetzt sieht es für Barcelona richtig düster aus. Wenn die so ins Rückspiel gehen, wird das echt eine richtig schwere Aufgabe für den FC Barcelona. Aber so verschieden können die Spiele dann halt sein. Oh, scheiße, das hat ja gar nicht hin. Da verlieren wir in der Liga, verzetteln uns, rotieren vielleicht einen Tacken zu viel und verlieren das Spiel, während hier in der Liga auf einmal wieder alles, beziehungsweise in der Champions League natürlich, wieder alles auf Sieg auf einmal steht. Das eigentlich auch ziemlich souverän, Geis! Das wäre es jetzt gewesen. Ein 3 zu 0, ich glaube, hier in der Halbzeitpause, das hätte richtig weh getan. So hat Barcelona natürlich noch die Chance und so steht es 2 zu 0 zur Halbzeit. Und die Reaktion des Publikums ist da, nämlich gar nicht. Nur ein betreffendes Schweigen. So, und ich werde Charlotte rausholen. Er ist doch schon ziemlich müde. Geis, muss ich mal abwarten. Das gilt auch für alle anderen Wechsel. Mal sehen, wie sich das Spiel sich so entwickelt. Tja, meine lieben Spanier, ihr müsst ganz stark bleiben, weil wenn das hier so weitergeht, ist der FC Barcelona dieses Jahr aus der Champions League ausgeschieden. Aber es sind noch 135 Minuten in beiden Spielen zu gehen. Da kann noch viel passieren. Da kann auch sehr viel passieren sogar. Wenn nicht sogar das Schlimmste für uns natürlich, das Ausscheiden. Aber das will ich nach Möglichkeit natürlich zu verhindern wissen. Und wieder ist der Platz da und wieder, oh, beinahe wäre Lukaku da zum dritten Mal an den Ball gekommen in einer gefährlichen Position. Aber wer heute richtig blass ist, das muss ich wirklich mal sagen, Lionel Messi, von dem habe ich bisher noch rein gar nichts gesehen. Während jetzt hier gewechselt wird. Oh Gott. Glück gehabt, Evangelista schirmt den Ball gut ab. Jetzt Julian Draxler, der die Vorlage zum zweiten gegeben hat, aber das war jetzt schwer. Daraus irgendwas zu zaubern. Es gibt Einwurf für Barcelona. Und wir gehen gerade in die letzten Minuten dieser richtig, in die letzte Drittel dieser richtig guten Partie bisher, muss ich sagen. Barcelona immer mal wieder gefährlich vorne. Bisher aber ohne gefährlichen Abschluss und tja, jetzt seht ihr auch warum. Ja, Lukaku natürlich glücklich und ich werde jetzt mal sagen, ich gehe jetzt mal in die Auswechslungen. Für Geis werde ich einfach mal Klavan ins Spiel bringen und hoffe mal, dass das gut geht. Und hinten rechts bringe ich Paul Verhaag mal wieder ins Spiel. Und hoffe, dass das gut geht. Also unsere etwas älteren Spieler Erfahrung, die schon einige Champions League Spiele absolviert haben unter uns. Und ab geht die wilde Fahrt. Wow! Wenn der durchgekommen wäre, wäre es das wohl gewesen. Wieder keine Abseits. Richtig gut gespielt jetzt Messi. Messi! Versucht mit einem Zauberpass. Aber sein Mitspieler kommt nicht an den Ball. Und Barcelona gibt jetzt richtig Gas. Barcelona hat jetzt gemerkt, sie müssen was tun. Wow.
Und wieder zeigt Palacios, was der Gute drauf hat. Und ich betone es immer wieder gerne aus unserer eigenen Jugend. Und immer noch gab es keine Wechsel aufgrund dessen, dass der Ball noch nicht im Aus war. Und das war jetzt abseits, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Naja. Das war deutlich, das brauche ich noch nicht anzuschauen. Die Szene war eindeutig. So, Chamberlain. Immer noch Chamberlain. Macht das stark. Chamberlain. Ah, beinahe. Ja, noch weit kommt. Aber er holt sich die Kugel sofort wieder. Und setzt Draxler ein. Der schießt einfach mal aus dem Spitzenwinkel. Da war richtig Zug hinter. Ich weiß gar nicht, ob der den noch abgefälscht. Kann ich da nicht so gut erkennen. Schade. Draxler. Und er kommt wieder gefährlich. 13 Minuten noch in dieser Partie sind zu gehen. Okay, das war jetzt noch nicht so gut von Palacios. Aber mit vereinten Kräften klären wir den Ball irgendwie, zumindest zum Teil. Zumindest aus der Gefahrenzone, und es wird gefährlich. Und weg damit. Können wir hier zum Konter ansetzen oder wird das eher nichts? Ich glaube eher nicht. Wow. Tja, 5 Minuten noch. Es steht immer noch 2:0. Die Katalanen versuchen zwar alles. Hui. Und jetzt ist Platz da. Vielleicht geht da was. Lukaku versucht, sich da frei zu stehlen. Und ich habe zu spät gesehen, dass der Torwart da überhaupt mitgelaufen ist. Das war natürlich dämlich. Bin ich einfach mal aufs Tor gezogen. Idiot. Na, egal. Es kommt davon, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert. Und nicht auf das eigentliche Ziel, nämlich das Tore schießen. Und noch einmal kommt der FC Augsburg. Nein, nicht der FC Barcelona. Es ist der FC Augsburg, die noch eine Chance hier haben. Aber am Ende bleibt es sehr wahrscheinlich hier bei diesem 2:0. So ist es. Und damit ist die Ausgangslage perfekt fürs Rückspiel. Auf das wir uns jetzt noch mehr freuen können. Meine Güte, ein 2:0 Erfolg. Wer hätte damit gerechnet vor der Partie? Vor allem nach dem Spiel in der Bundesliga, das ja so relativ mies lief. Jetzt dieses 2:0. Atletico Madrid schlägt Valencia im Übrigen mit 1:2 eben. Hoppala, Entschuldigung, ebenfalls auswärts. Tja, und so sieht es dann damit aus. Die Bundesliga ist klar. Stuttgart hat im Übrigen gewonnen und macht die Abstiegszone zu einem Feuerwerk. Und für Freiburg wird es langsam richtig duster. Ja, in der Champions League alle Ergebnisse mal im Überblick. Da dürfte natürlich noch nicht, nicht viel sein. Was ich aber gerne mal gucken möchte, bevor ich weitermache, ist die Spielerstatistik. Einmal die Torjäger. Gehen wir es mal durch. In der Bundesliga, so sieht es ja momentan aus. Lukaku natürlich auf gutem Wege, sich die Torjägerkrone zu holen. Torvorlagen, ja, da gibt es andere richtig gute, aber Çalhanoğlu ist auch richtig gut dabei. Castro da sehr stark. Ohne Gegentor hingegen, ja, da sind wir nach wie vor Mittelmaß. Neuer und Bürki, Bayern und Dortmund, Leverkusen, die Top-Torhüter da. Gelbe Karten, Benatia sammelt da ziemlich gut in roten Karten, doch relativ überschaubar. Ja, deutsche Pokal ist relativ uninteressant, aber die Champions League, da schauen wir doch mal rein, die roten Karten. Khedira, schon zweimal rot gesehen, meine Güte. Die Torjäger Lukaku, momentan Nummer 1 in der Champions League, ebenfalls vorneweg. Wer hätte das gedacht? Finde ich schon irgendwie geil, Lukaku überall auf dem Weg, Torjägerkrone einzuheimsen. In Sachen Torvorlagen spielt Bobadilla eine große Rolle in der Champions League. Ohne Gegentor, tja, da
Palacios viermal zusammen mit Arsenals Tschech, Alves von Valencia, Tashkiran von Fenerbahce und Oblak von Atletico Madrid. Gelbe Karten hingegen. Tja, so sieht's da aus. So sind also die Statistiken, die wollte ich mir nochmal eben anschauen. Und dann sage ich mal vielen Dank für das, fürs Zuschauen heute. Scouting-Bericht? Was für ein Scouting-Bericht? Okay. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei FIFA 16. Und dann geht es immer weiter in Richtung Zielgeraden. Also haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 16.